Hallo alle zusammen. Mein Name ist Achim Wölfel. Ich bin von Mehr Demokratie e.V. Wir möchten im Rahmen einer Interviewreihe dokumentieren für Democracy International, wie weltweit Bürgerinitiativen, demokratische Initiativen mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie umgehen, welche besonderen Herausforderungen sich für Initiativen stellen. Und in diesem Rahmen haben wir heute die Anna Pries von der Klimawende Köln hier. Das ist ein Bürgerbegehren in NRW. Und mit ihr wollen wir darüber sprechen, was denn die aktuelle Situation für dieses Bürgerbegehren bedeutet. Herzlich willkommen, Anna Pries. Ich würde dir jetzt einfach mal das Wort übergeben. Vielleicht kannst du uns erzählen, worum es denn bei eurem Bürgerbegehren geht, seit wann es eure Initiative gibt und was denn euer Ziel ist. Ja, sehr gerne. Also die Klimawende Köln hat sich vor circa einem Jahr gegründet. Wir sind eine Bürgerinitiative aus ganz vielen verschiedenen interessierten Menschen in Köln. Und wir haben uns zusammengefunden, weil wir einfach finden, dass die Politik die Klimawandelbekämpfung nicht ausreichend angeht. Und wir möchten das nun gerne auf lokaler Ebene für Köln mal runterbrechen und sagen, was können wir denn eigentlich in Köln machen, um eben möglichst den Klimawandel zu bekämpfen. Und da haben wir uns gesagt, es gibt verschiedene Studien, wann welche Länder klimaneutral werden müssen. Und das ist, wenn man jetzt so die Gerechtigkeitsaspekte dazu nimmt, wäre das für Deutschland und auch für Köln, also so um das Jahr 2030 rum, dass wir tatsächlich klimaneutral werden müssten. Und das ist eigentlich auch schon das, was wir wollen bei der Klimawende Köln. Also wir möchten, dass in Köln eine Transformation stattfindet, dass wir also so um das Jahr 2030 rum tatsächlich klimaneutral sind. Und wir haben uns überlegt, dass wir auf der einen Seite Kampagnenarbeit machen möchten. Das heißt, dass wir einfach auch das Thema Klimawandel immer weiter in der Öffentlichkeit haben möchten, dass wir auch darüber diskutieren möchten mit der Zivilgesellschaft, mit der Stadtgesellschaft, warum wir möglichst bald klimaneutral werden müssen, warum auch die bundesdeutschen Ziele zur Klimaneutralität, also bis 2050, warum das nicht ausreichend ist. Und möchten aber auch, um einfach noch so ein bisschen konkreter zu werden und auch regionaler zu werden, das Mittel des Bürgerbegehrens anwenden. Und Bürgerbegehren ist im Endeffekt ja ein Mittel, womit Menschen auf Kommunalebene beantragen können, quasi für den Stadtrat etwas zu entscheiden. Wir haben uns dann zusammengesetzt und wir haben gesagt, okay, welchen Bereich möchten wir als erstes angehen mit einem Bürgerbegehren? Und das war eben im Kölner Bereich jetzt der Strom- und Wärmesektor, also der Energiesektor, weil der einfach am meisten CO2-Emissionen hat. Wir haben es in Köln ganz gut, weil wir mit der Rheinenergie ein kommunales Energieversorgungsunternehmen haben, was also auch zu dem absolut größten Teil der Stadt Köln gehört. Das heißt, wir hätten da mit einem Bürgerbegehren tatsächlich auch Einfluss darauf, die Geschäftsführung der Rheinenergie da auch ein bisschen zu beeinflussen. Also in unserem ersten Bürgerbegehren wird es also darum gehen, dass die Rheinenergie bis 2030 den Strombereich 100% auf erneuerbare Energien umstellen soll. Okay, alles klar. Ja, herzlichen Dank erstmal für die kleine Vorstellung und Einführung. Jetzt ist es ja so, dass durch die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung eben jetzt zur Eindämmung des Coronaviruses sich sicherlich auch viele Dinge für eure Initiative geändert haben, gerade was Treffen der Initiative angeht, aber auch was zum Beispiel den Austausch mit der Bevölkerung angeht oder auch die Unterschriftensammlung. Immerhin müssen für ein Bürgerbegehren Unterschriften gesammelt werden. Könntest du dazu mal etwas sagen? Also wie ist denn die Situation jetzt ganz aktuell? Was hat sich geändert vielleicht innerhalb der letzten 2 bis 3 Wochen für euch? Ja, sehr gerne. Eigentlich hat sich alles geändert, kann man so sagen. Also es fängt damit an, dass wir uns natürlich auch nicht mehr in Gruppen treffen können. Wir hatten das über das letzte Jahr jetzt so gehandhabt, dass wir eine sogenannte Orga-Gruppe haben, die sich eben alle 2 Wochen trifft.
Wir haben dann noch Untergruppen, die sich auch noch privat getroffen haben. Wir haben alle 6 Wochen ein Plenum, wo wir also auch die komplette, also die Kölner Bevölkerung einladen, hinzukommen, sich das mal anzuhören. Das liegt jetzt natürlich alles ziemlich flach. Also die Plena, diese großen Veranstaltungen können wir eigentlich bis jetzt überhaupt nicht mehr abhalten. Wir haben es jetzt so gemacht bei den Arbeitsgemeinschaftstreffen, dass wir das aufs Internet verlegt haben. Das heißt, dass wir Videokonferenzen machen. Ich finde auch, dass das sehr gut funktioniert. Das heißt, wir können natürlich im Hintergrund weiterarbeiten. Es ist aber schon so, dass viele die Rückmeldung gegeben haben, dass einfach so dieser persönliche Kontakt fehlt. Das heißt, es ist immer also was anderes, sich jetzt über eine Videokonferenz zu unterhalten und immer auch alles im Blick zu haben, wer meldet sich gerade, als wenn man quasi an diesem runden Tisch sitzt und alle im Blick hat und ja, tatsächlich physisch miteinander irgendwie auch arbeiten kann. Ja, ja. Das ist so die Basic, würde ich sagen, oder das Basic, was sich geändert hat. Es ist natürlich dann auch weiterhin so, wir hatten für Mitte März eine Demonstration angedacht, eine Fahrraddemonstration zum Braunkohlekraftwerk in Merkenich. Die haben wir dann auch abgesagt. Das heißt, wir können keine Demonstration mehr durchführen. Wir können aber zum Beispiel auch die Veranstaltungsreihe, die wir geplant hatten, die quasi das Bürgerbegehren auch begleiten soll. Das können wir nicht mehr machen, weil das natürlich auch Veranstaltungen sind mit mehreren Menschen. Genau, das ist so das, was eigentlich jetzt so am einschneidendsten ist. Ja, okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann steht euer Bürgerbegehren gerade an dem Punkt, dass ihr quasi dieses Begehren angemeldet habt. Ihr habt eine Fragestellung formuliert, ihr habt eine Begründung formuliert. Und habt jetzt dieses Bürgerbegehren eingereicht bei der Stadt Köln und wartet derzeit auf eine Kostenschätzung. Wie geht das dann weiter für euch? Wie ist da der Horizont? Genau, also geplant war, wir haben Ende Februar die Kostenschätzung beantragt. Und der Plan war natürlich, sobald die Kostenschätzung vorliegt, dann tatsächlich auch auf die Straße zu gehen und Unterschriften zu sammeln. Es ist ja beim Bürgerbegehren so, dass Unterschriften tatsächlich noch auf der Straße gesammelt werden müssen. Das heißt zum Beispiel, Online-Unterschriften gibt es nicht. Was natürlich für uns bedeutet, wenn die Kostenschätzung vorliegt und die Ausgangsbeschränkungen gelten dann noch, dass wir einfach keine Unterschriften sammeln können. Das heißt, dass wir zwar zum Beispiel über soziale Medien immer noch Werbung machen können, das Bürgerbegehren dann irgendwann unterschreiben zu können, aber wir können einfach keine Unterschriften sammeln. Das heißt, es ist im Endeffekt die Pausentaste gedrückt. Okay, ja, verstehe. Wie ist das für eure Initiative jetzt? Gäbe es denn, also wie könnte man euch die Arbeit erleichtern gerade? Also im Prinzip gibt es Stillstand derzeit. Eure Initiative verliert ihr aber nicht an Aktualität durch die äußeren Umstände. Klar ist, dass jetzt alle Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Coronavirus einzudämmen. Dennoch sucht man natürlich nach Mitteln und Wegen, um auch solche demokratischen Initiativen weiter möglich zu machen. Wie könnte euch denn die Politik in dem Falle weiterhelfen? Also ich denke, was wichtig wäre, ist einfach zu überlegen, ob es sinnvoll ist, dass Unterschriften tatsächlich physisch auf der Straße gesammelt werden müssen. In einer Zeit, wo das nicht möglich ist, sehe ich es eigentlich als gute Chance, das dann doch online zu machen. Okay. Und wenn dazu müsste natürlich die Gemeindeordnung geändert werden, aber ich denke, die einzige Möglichkeit wäre tatsächlich, dass Menschen jetzt online unterschreiben können. Okay, alles klar. Ja, herzlichen Dank für deine Einschätzung der Situation. Vielen Dank für die Bereitschaft, das Interview mit uns zu machen. Und ja, danke für das Gespräch. Danke dir.